Ja, hier mal ein Update von unseren Aronia-Bergen. Hier gut zu sehen, wie die Beeren langsam Farbe annehmen. Wenn Sie wissen möchten, wann man Aronia-Beeren erntet bzw. wann Aronia-Beeren reif sind, unter diesem Video in der Beschreibung habe ich einen Link zu einem anderen Video, in dem ich Ihnen genau erkläre, wann man Aronia-Beeren erntet und wann die Aronia-Beeren reif sind. Man muss da unbedingt auf den richtigen Reifezeitpunkt achten, weil die Beeren sonst einfach nicht schmecken, keinen Saft enthalten und man sie eben nicht gut verarbeiten kann. Hier haben wir jetzt einen Aronia-Baum. Das ist auf Eberesche aufgesetzt. Das heißt, der Stamm ist von der Eberesche und oben aufgesetzt ist Aronia Nero. Wie man sieht, selbst an diesem kleinen Baum hier hängen schätzungsweise nachher 4 bis 5 Kilo Beeren. Das ist schon richtig viel. Wenn Sie wissen möchten, wie man Aronia-Beeren verarbeitet, wir haben für Sie ein Heft, ein kostenloses Heft mit Aronia-Rezepten. Die können Sie sich kostenlos auf unserer Internetseite runterladen. Den Link zu diesem Rezepteheft finden Sie auch direkt unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, das ist wie gesagt Aronia-Baum, aufgesetzt auf Eberesche. Ungefähr 4 Jahre alt der Baum und hängt so voll, dass wir jetzt ca. 4 bis 5 Kilo ernten können. Hier mal zum Vergleich, hier ist ein Aronia-Busch. Das ist dann eben die übliche Form, das auch Aronia Nero, als Strauch eben, so wie man ihn auch auf den Plantagen einsetzt. Und dieser Strauch hatte im letzten Jahr 8 Kilo Beeren. Wird in diesem Jahr wieder ähnlich sein, hängt auch sehr voll. Wir haben jetzt gerade Mitte Juli und die Beeren müssen noch mindestens 4 bis 6 Wochen reifen und sind dann pünktlich zu unserem Aronia Erntefest reif. Wenn Sie Aronia-Beeren selber pflücken möchten, bei unserem Aronia-Erntefest haben Sie die Möglichkeit, bei uns auf der Aronia-Plantage Aronia-Beeren zu pflücken. Alle weiteren Infos zum Aronia-Erntefest finden Sie auch unter diesem Video in der Beschreibung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie auch unseren Kanal abonnieren, damit Sie in Zukunft kein neues Video verpassen.